Wir sind ja immer in so einer Euphorie und denken, oh, wir überrollen alles, wir revolutionieren die ganze Welt. Aber eben auch mal so stiller da reinzuhorchen, dass auch nach diesem Hype von Stuttgart 21 jetzt so ein Wellenschlag auch zurückkommt. Also ja, einen kleinen Tiefpunkt. Aber gerne Fragen. Wenn ich moderiere, eine Redeliste wäre notwendig, aber jetzt ging es, glaube ich, so der Reihe nach durch, oder? Ja, das waren ja jetzt zum Teil sehr grundsätzliche Ausführungen, die, soweit ich das richtig sehe, ja nicht nur die repräsentative Demokratie betreffen, sondern die Demokratie überhaupt. Ja, also auch so eine Bewegung wie die unsere hier und vielleicht auch das, was Sie mit Bürgerbeteiligung meinen, was ja wohl umfassender ist. Ich will nur mal ein Beispiel erwähnen, was uns sehr nachdenklich machen sollte. Die Schweiz ist ja meines Wissens das Land mit den größten Partizipationsmöglichkeiten auf allen drei Ebenen, Bund, Kantonal- und Gemeindeebene. Und die gehen sogar so weit, dass bei Bundesgesetzen, die ja grundsätzlich dem Referendumsvorbehalt unterliegen, wenn ein solches Referendum erfolgt ist, kein oberstes Bundesgericht, auch der Schweizer nicht, noch was ändern kann. Wir haben also die Souveränität, also die Volkssouveränität wirklich an der Stelle verwirklicht. Die Beteiligungsquoten bei fast allen Schweizer Plebisziten pendeln so zwischen 20% und 30% rum. Die Schweiz ist ein kapitalistisches Land, das wird, glaube ich, keiner bestreiten. Die Ungleichheiten sind ähnlich groß wie in den anderen Ländern, die eine repräsentative Demokratie haben und sich eines gewissen Wohlstandes erfreuen. Ich habe vor kurzem mal eine Umfrage über Armut und Reichtum in der Stadt Basel, also Stadt, nicht Kanton, gelesen. Das war erschreckend. Ja, und jetzt stellt man sich dann die Frage, wie kann es möglich sein, dass bei einer solchen Fülle von sowohl Verfahren der repräsentativen Demokratie, die gibt es ja außerdem auch noch in der Schweiz, als auch bei einer solchen Fülle von Verfahren der direkten Demokratie, die mehr oder minder die gleichen Zustände, wenn nicht sogar noch schlimmere, herrschen als in anderen vergleichbaren Ländern. Das müsste uns doch eigentlich sehr zu denken geben. Gut, dann noch zwei Fragen vielleicht. Ja, ich habe ziemlich tiefe Frage, weil ich auch wahrscheinlich ein bisschen was anderes erwartet hatte. Der Anfang mit der Deliberation and Direct Democracy hat mir sehr gefallen, weil die englische Sprache was anderes hergibt, als wir im Deutschen daraus machen. Und das hat mich dann auch wieder irritiert und auch ein bisschen, ja, da hätte ich mehrere Fragen noch an viele Dinge, die Sie ausgeführt haben, weil ich glaube, dass wir uns im Deutschen überhaupt gar keinen Gefallen damit zu tun, das alles zusammenzufassen unter dem Begriff Bürgerbeteiligung, weil das stimmt nicht. Ich finde das schlicht falsch. Denn Deliberation heißt ja eigentlich beratschlagen, beraten. Und ganz viele Formen, diese beratenden Formen, werden gerade im Moment von der Politik, und ich mache in Sachsen also ziemlich viel, was mit Bürgerinitiativen und mit echter Bürgerbeteiligung und direkter Demokratie zu tun hat, total missbraucht, weil natürlich viele Politiker gerade auf kommunaler Ebene, die jetzt mal versuchen, ein Bürgergespräch zu machen, ein Bürgerforum zu machen, also solche ganz unverbindlichen, rein informellen Verfahren, die nennen die Bürgerbeteiligung. Und ich sage immer, wenn ich dann zu solchen Veranstaltungen komme oder wenn ich dann gefragt werde, warum oder so, sage ich, Leute, das ist für mich, und entschuldigen Sie, dass ich den Begriff jetzt benutze, das ist politische Öffentlichkeitsarbeit etablierter Parteien. Weil das ist keine Bürgerbeteiligung. Denn da kommen Bürger, es wird als Bürgerbeteiligung verkauft. Die werden über Dinge teilweise informiert, leider auch nur teilweise. Das wäre noch so ein anderes Thema, die Rolle der Information und Transparenz in der bürgerlichen Beteiligung. Und dann werden die Fenster aufgemacht, da wird gelüftet und wenn die raus sind aus dem Raum, dann ist auch alles, was die Bürger dort gefragt haben, abgeladen haben, verschwunden. Weil es war eine rein informelle Veranstaltung. Und diese Dinge werden bei uns auch als Bürgerbeteiligung bezeichnet. Und das halte ich für total fatal. Überall, wo ich versuche zu agieren, versuche ich Klarheit zu schaffen zwischen den Begriffen und zu sagen, es gibt informelle und es gibt wirkliche formale Bürgerbeteiligung und das hat folgende, diese Werkzeuge. Und da würde ich mir wünschen, wenn Sie, weil Sie ja auch schreiben, dass Sie vielleicht noch was dazu sagen, ob Sie diese unterschiedlichen Verfahren auch oder wie Sie die kategorisieren und wie Sie die benennen. Ich will dem gleich anschließen. Aber jetzt will ich was sehr sympathisch sagen. Ich habe nämlich jetzt Klaus Dieter nach im Knast, also im wahrsten Sinn des Wortes, die Knastarbeit vom Verein
und werde ja sehr geschätzt und eine Zusammenarbeit, eine kurze gehabt, aber leider konnte ich mit ihm nie über diese wichtige Demokratiefrage sprechen. Und die kam heute Abend auch nicht zum Vorschein. Und das ist das, wo ich jetzt noch eins draufsetzen möchte. Ich war auch Mitglied im Verein und habe mich da immer von außen eingegeben, aber die Demokratiefrage wurde da eigentlich nie behandelt. Nämlich der Artikel 20. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und da fängt es bei mir an, dass es eine Abstimmung mit Wirkung hat. Und alles andere kann Randwerk sein, kann Beratung sein, aber der Souverän entscheidet. Und das finde ich da nicht mehr wieder, auch heute Abend nicht. Der Souverän entscheidet grundsätzlich und von sozusagen in der ganzen Linie. Und diese Beratungsgeschichten, ja, also das Schlimmste ist ja die Planungszelle. Ja, das ist ja das Allerkatastrophalste. Ja, und ich meine, dass jetzt dieser Verein, der mir so am Herzen liegt, ja, sich eigentlich nicht mit der Substanz des Artikel 20 im Grundgesetz beschäftigt und dem Parlamentarischen Rat und alles, was damit verbunden ist und auf uns zugeht oder wir auf ihn zugehen, das war ja immer schwierig, ich habe das ja mitgekriegt. Kann sich ja jetzt ändern für die Zukunft und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn das möglich wäre, dass man jetzt wirklich in der Breite, was diesen doch so wichtig antikapitalistischen Ansatz, der hat mich immer begeistert, diese ganze Sache mit diesen Frankfurter Initiativen und so weiter. Aber das geht nur, wenn man die Staatsgewalt vom Volke aus und dann wirklich zu Ende denkt, bis in die rechtlichen Strukturen. Und ich verstand es nie, warum das nicht möglich ist. Weil ich jetzt gerade auch an der Frage, ich bin gleich zu Ende, an der Frage bin, wie unser Wirtschaftssystem geändert werden kann über den Weg, weil ich natürlich von der Schweiz weiß, was schon gesagt worden ist. Noch die letzte Wortmeldung hier. Ja, ich fand erstmal den Vortrag sehr gut, aber es macht mich auch so ein bisschen betroffen und hilflos, weil ich dann sehe, wie wir heute Gesetzentwurf da rumformulieren und vor Jahren habe ich dann alle mal so grundsätzliche Dinge gelernt, die ja heute noch drinstehen. Parteien wirken an der politischen Willensbildung mit, Reichtum verpflichtet, da stehen ja alles tolle Sachen, nur ich konnte zum Ergebnis, die Realität ist eine andere als das, was da steht. Und ja, machen wir vielleicht einen tollen Gesetzentwurf, selbst wenn er angenommen wird, ja, bleibt für mich so die Frage, ja, was wird denn jetzt davon? Tolle Sätze stehen, aber wie können wir das ändern? Das ist die Frage. Was können wir machen? Ne? Ja, die große Frage, was können wir machen? Wir können vieles. Genau, wir können vieles. Also vielleicht der Reihe nach, vor der Schweiz. Was ich gelernt habe in dieser international vergleichenden Perspektive ist, dass jedes Land sozusagen seine spezifische Ausprägung von Demokratie bisher hat. Es gibt keine zwei Länder, wo alles gleich wäre. Und es ist sehr spannend, jetzt genauer zu gucken, wie die komponiert sind. Der Kollege Andi Groß, der zu Recht kürzlich seinen 60. gewürdigt bekam, ein alter Freund, der sagte mal zu mir, Mensch, ihr in Deutschland, ihr habt es doch klasse mit. Wenn ihr Bürgerbegehren, Bürgerentscheid wollt, ihr habt nicht diese Minaretten-Unsinn und sowas zu erwarten, weil die Grundgesetzartikel sozusagen vor der Klammer stehen, die sind nicht verhandelbar, auch nicht sozusagen direkt demokratisch auszuheben. Seid doch froh, ja? Also warum nicht bei euch einen ganz anderen Schwung? Aber schon allein dieser Hinweis macht deutlich, wie sehr es darauf ankommt, wie bestimmte Formen der politischen Entscheidungsfindung eingebettet sind in rechtliche, grundrechtliche Normen etc. Und natürlich ist die Schweiz für uns in diesem Sinne kein generelles Vorbild, aber in vielem doch. Also ich wünschte mir, dass diese Praxis wieder Referenden vorbereitet und argumentativ dargelegt und welche Informationen da vorher auch verpflichtend sind etc. Plus, dass auch monetär relevante Haushaltsentscheidungen plus Haushalte mitentschieden werden und so weiter. Da hätten wir in unserem repräsentativen System einiges an sozusagen demokratischem Zugewinn zu erwarten, meiner Meinung nach, weil damit ganz bestimmte Tabus und bestimmte Formen, direkte Formen der Demokratie klein zu halten,
eben weniger Chancen hätten. Das heißt, was in einem bestimmten Kontext ganz progressiv erscheint oder möglicherweise doch nicht die Wirkung hat, die man gerne haben möchte, das kann im anderen Kontext sehr wohl eine Forderung sein, die nochmal einen demokratischen Schub bringt. Ich hatte ja am Anfang ein paar Kriterien genannt, nach denen wir diese Impulse beurteilen können. Die Frage wäre immer, bringt es das in der Bundesrepublik unter den gegebenen Bedingungen, wenn ja, auf welcher Ebene? Ein Stück weit kann man das vorher abschätzen. Ein Stück weit muss man es ausprobieren. Also die Tücke liegt dann auch im Umsetzen. Und deshalb betone ich immer in solchen Zusammenhängen, es kommt nicht darauf an, jetzt hier ein wunderbares System, das Ineinandergreifen von repräsentativen, direktdemokratischen, deliberativen Strukturen zu erfinden und das dann zu satzen, sondern es kommt schon darauf an, genau nachzuschauen, wie bestimmte Formen sozusagen sich auswirken und welche Einflussschneisen damit gewonnen werden. Da bin ich bei der zweiten Frage. Ich kann Ihr Unbehagen verstehen. Ich habe jetzt hier keinen analytischen Vortrag gehalten, wo man strikt jetzt zwischen den verschiedenen Formen unterscheidet. Ich habe es deshalb nicht getan, weil ich bin ein großer Freund deliberativer Praxis. Aus einem sehr einfachen Grund. Das ist aus meiner Sicht die urdemokratische Form. Demokratie heißt für mich zunächst einmal, dass ich gemeinsam mit anderen die Dinge, die uns gemeinsam sind, erörtere, eine vernünftige Entscheidung entwickle. Ich gehe davon aus, dass die Entscheidung umso besser ist, je mehr Leute daran informiert teilhaben können. Das heißt, es hat eine hohe Qualität, miteinander zu reden und sich nicht also durch Experten oder Vertreter sagen zu lassen, was richtig oder falsch ist. Und das steckt eigentlich in diesem aristotelischen, Hannah-Arendtschen Politikmodell, das im klassischen Griechenland in einer bestimmten Weise auch phasenweise mal erprobt wurde. Und Sie wissen vielleicht, das Argument für Demokratie war damals in diesem Kontext, dass durch die Berücksichtigung der Weisheit der vielen, des Wissens der vielen, Demokratien flexibler, anpassungsfähiger sind und reaktionsfähiger sind auf Veränderungen in ihrer Umwelt und Veränderungen in der Gesellschaft. Also genau diese Lernchance kann Deliberation beinhalten. Ich weiß, dass sie in Deutschland einen ganz schlechten Geschmack hat, weil das immer gleich so vor, also ihr redet und wir hören weg, ja? Sozusagen ihr demonstriert, Weiland Helmut Kohl, ja? Die demonstrieren, wir regieren. Ja? Also nach dem Motto, da gibt es nichts dazwischen. Ja? Wir haben keine deliberative Tradition, wir haben eine dezisionistische. Bei uns wird sofort gefragt, aber einer muss doch entscheiden. Ich sehe das bei allen Initiativen, wer hat das Endentscheidungsrecht. Ja? Darauf wird gepocht. Ich habe mit vielen US-Kollegen, mit Kollegen in Lateinamerika und so weiter in verschiedenen Kontexten diskutiert. Die wussten zum Teil gar nicht, wer das Endentscheidungsrecht hatten. Die wussten noch nicht mal, ob es bei ihnen einen Bürgerentscheid gibt. Die haben einfach darauf gesetzt, dass das, was in diesen Deliberationsprozessen rauskommt, verbindlich wird und dass sich die anderen daran zu halten haben. Ein gutes Verständnis von Repräsentation würde das nämlich mit einschließen. Ja, dass dieses Gehörtwerden auch dazu führt, dass das auch berücksichtigt wird. Vielleicht nicht 1:1, aber doch zu erheblichen Anteilen, sodass die Bürger nicht das Gefühl haben müssen, ihr werdet verarscht. Und wir tun uns ganz schwer, diese Kultur überhaupt auch nur aufzubauen. Sie wird von zwei Seiten in Frage gestellt. Einmal von den Regierenden selbst, nämlich indem sie, es gibt ja so viele Beispiele, diese Planung eines Neubaugebiets in Esslingen. Lieblingsbeispiel in der wissenschaftlichen Literatur. Bürger planen ein neues Stadtteil. Die einzigen Gremien, die sich nicht damit beschäftigen, ist der Stadtrat. Die gucken noch nicht mal hin. Die interessiert es gar nicht. Die machen, was sie wollen. Und die nehmen daran nicht teil. Das heißt, das ist so das Schicksal der Abwertung von Deliberationsprozessen. Und die Bürger haben natürlich den anderen Vorbehalt. Wenn ich nicht entscheiden kann, dann diskutiere ich auch nicht mit. Ja, dann wollen sie mich ja eh über den Tisch so. Ich warne davor, weil wir unterschätzen Folgendes. Viele Leute führen keine politischen Debatten und sind es nicht gewohnt, ihre Interessen zu artikulieren, herauszufinden, was sie wollen. Das heißt, selbst die bescheidenen Bürgerforen, die Frau Merkel anbietet oder Frau Schawan im Augenblick oder andere, haben in sich immer auch die oft zumindest mir glaubhaft gemacht von Kolleginnen und Kollegen, die dabei waren,
den Effekt, dass Leute zum ersten Mal politisch debattieren und es gelernt haben, dass sie ernst genommen, in dem Sinne, dass sie selber sich ernst nehmen, was zu sagen. Das heißt, es muss man lernen, dieses sich auseinandersetzen über den Stammtisch hinaus oder über flapsige Bemerkungen in der U-Bahn hinaus. Und es gibt sehr viele Leute, die das dann in so einem Kontext zum ersten Mal tun. Und das ist so eine demokratische Ursubstanz, die uns wichtig sein sollte. Sie setzt aber voraus, darf ich trotzdem mal sagen, mit dem Entscheiden. Ja? Wir sind zu viel Karl Schmidt orientiert in dieser ganzen Tradition. Ich finde, das ist angesichts der Umstände nachvollziehbar. Aber die Frage der Qualität demokratischer Prozesse hat was zu tun mit Inklusion, mit Reflexion, mit besseren Argumenten, mit langen Debatten, mit gründlichen Abwägungen. Nicht allein damit, wer entscheidet wann wie. Und da bin ich ganz strikt. Also es kann nicht darum gehen, da Entscheidungsapparaturen in die Welt zu setzen, sondern wenn, dann muss es eine Gestaltungsdebatte über das, wie wir zusammenleben wollen an bestimmten Orten geben. Und daran bemisst sich die Qualität. Natürlich, deshalb betone ich das auch am Ende immer, wird es auch zu Entscheidungen führen müssen. Und ich bin sehr dafür, direktdemokratische Form im Sinne von Bürgerbegehren, Bürgerentscheid so niedrigschwellig auszugestalten, dass die Drohung, dass eine Abstimmung kommt am Ende, wenn das Ergebnis nicht berücksichtigt wird von Deliberation, immer wirkt. Ja, dass es eine Kultur gibt, Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen. Aber in diesem Sinne, wissen Sie, das wäre mein Punkt, das wäre eine wichtige Aufwertung. Und die zweite Aufwertung ist, dass es durchaus Bereiche geben sollte, wo man diesen ganzen Weg über den Gemeindehaushalt abkürzen kann, indem man Fonds zur Verfügung stellt für wichtige Dinge, wo die Bürgerinnen und Bürger direkt auch monetäre Entscheidungen treffen können, ohne jetzt den langen Weg über Bürgerbegehren zu führen. Also ich bin da ganz bei Ihnen, das zu unterscheiden, aber ich denke, wir haben in der Bundesrepublik schon auch ein bisschen die Pflicht, die Macht und die Kraft des Arguments und des Argumentierens und der politischen Auseinandersetzung zu stärken angesichts eines von oben ja immer wieder exekutierten Basta, sozusagen keine Alternative und so weiter Muster, wo uns ja nichts erklärt werden muss, sondern es ist dann halt so. Ja? Also gerade dagegen eine anspruchsvolle Haltung, die Begründung abfordert, auch dem Nachbarn Begründung erfordert, die uns Begründung erfordert, finde ich eigentlich eine wichtige politische Kraft in dieser Demokratiedebatte, die wir nicht unterschätzen sollten. Auch wenn wir tagtäglich die Erfahrung machen, die Sie beschreiben, nämlich dass vieles nur symbolisch wird. Und das ist auch übrigens eine große Gefahr dieser ganzen Beteiligungsdebatte insgesamt, dass eben diese schlechten Beispiele immer wieder abwertend wirken. Das heißt, die Partizipationsdemokratie, die wir angeblich schon haben, sozusagen dadurch leidet, dass immer wieder schlechte Beteiligung gefahren wird, nämlich Beteiligung, die die Rahmenbedingungen nicht abklärt, die die Informationen vorenthält und so weiter. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde drüber reden, was die guten Maßstäbe sind für gelungene Beteiligungsverfahren. Brauchen wir jetzt nicht. Aber ich bin ganz bei Ihnen, das müsste natürlich dazu. Aber wie gesagt, ich will eine Lanze brechen, absolut für diese anderen Formen, auch wenn mir klar ist, dass es ganz schwer ist. Ich will Ihnen nur ein Beispiel geben. In der Bertelsmann Stiftung hat ja Vitalisierung der Demokratie als eines ihrer Preisthemen und hat 120 Modelle weltweit angeguckt und dann eine Shortlist gemacht von 8 oder 9. Und die ersten 3 Plätze wurden von Bürgerhaushalten eingenommen, weil da nämlich entschieden werden kann. Das heißt, natürlich ist die Bevölkerung genauso drauf, dass sie sagt, Entscheiden ist wichtig, wir wollen was zu sagen haben und wir glauben nicht an irgendwelche luftigen Debatten in irgendwelchen Public Polls und Mini-Publics und was weiß immer. Nur ich sehe, so recht das ist, Dezisionismus und immer entscheiden ist nicht zu verwechseln mit Demokratie und ist nicht das Heilmittel, um gute Entscheidungen anzunehmen. Gut, okay. Also insofern. Machst du hier noch gleich die? Darf ich noch kurz nur die Demokratiefrage? Es war ja ein bisschen jetzt schon an. Ich lese den 20 anders. Oder ich lese ihn so, dass natürlich die Frage Wahlen und Abstimmungen das Grundgesetz sozusagen mit dieser luftigen Formulierung im Organisationsteil gar nichts mehr anzufangen weiß. Da kommt nichts vor. Das müssen wir gestalten. Ich bin sehr dafür, ich habe mich damals schon nach der Wende für diese gemeinsame Projekte, eine Verfassungsreform auf den Weg zu bringen, eingesetzt. Bin heute sehr dafür, dass wir eine Enquete-Kommission kriegen, die diese Demokratiethemen die nächsten 4 Jahre dann im Parlament behandelt und so weiter.
Ich verspreche mir da viel, ich bin ganz Ihrer Meinung, dass es da was geben muss. Wir müssen aber immer sehen, wie kann man da Institutionen schaffen, die demokratische Ansprüche befördern, helfen. Und wir können nicht einfach sagen, naja, das Volk muss entscheiden. Ja, wie? Wie stellen wir uns das vor? Da gibt es, also ist das Liquid Democracy oder ist das, wir haben dauernd, sozusagen dauernd am Handy und stimmen so oder so? Oder wissen Sie, ich meine, entscheidender Punkt ist, wie müssen wir ein Gemeinwesen gestalten, dass wir überhaupt wieder die relevanten Entscheidungen in unsere Reichweite kriegen. Mir ist ganz wichtig zum Beispiel, wie so eine Schule funktioniert. Wenn ich Eltern als Vater mit zwei schulpflichtigen Kindern sehe, was da passiert, da möchte ich Einfluss haben können. Ich weiß nur, dass er mir genommen ist, aus guten Gründen oder schlechten Gründen, wie auch immer, und dass das andere entscheiden. Also ich möchte Dinge in meine Reichweite holen, wo ich überhaupt auch eine Auseinandersetzung führe, dann über Schulreform oder über andere Dinge. Und da können dann am Ende Bürgerbegehren rauskommen. Aber wenn ich diese Reformdebatte nicht so führe, habe ich möglicherweise Hamburger Entscheidungen. Ja? Also das muss man klar sehen. Ich denke, man muss andersrum aufbauen, so in diesem Sinne. Gut, mit der Verfassung. Ich denke, dass uns der Jürgen Seifert da eigentlich die richtige Formel an die Hand gegeben hat für die Auseinandersetzung mit der Verfassung. Sie erinnern sich vielleicht noch an seine aus den 60er Jahren stammende Schrift Kampf um Verfassungsposition. Ja, und von daher denke ich, was da jeweils mit gemeint ist und wie das auszulegen ist, ist eben eine ständige Auseinandersetzung. Natürlich reibt man sich die Augen, wenn der Verfassungsschutz alle observiert, die sozusagen Enteignung und Gemeineigentum und so weiter auf die Formel schreiben, obwohl das im 14er steht. Ja? Da wundert man sich, die lesen natürlich keine Verfassungsklage. Brauchen sie auch nicht, weil wir haben ja auch ein FDGO-Verständnis, da kommt ja vieles gar nicht vor, was die Verfassung im Prinzip tut. Ich will jetzt gar nicht diese Debatte führen, aber wir müssen um diese Verfassungsposition kämpfen, auch darum den Eindruck haben, dass das Grundgesetz doch vielleicht noch etwas zu betulich 1949 zum Ausdruck bringt und nicht unsere heutigen Verhältnisse. Aber das nur am Rande. Also das sehe ich als eine ständige Auseinandersetzung und nicht das Grundgesetz ist nicht die Bibel, die wir dann exegetisch sozusagen dann auf unsere Verhältnisse transponieren, sondern ist eine menschengemachte Sache, in einem bestimmten Geist geschrieben und etwas, was wir weiterentwickeln können und wo wir uns auch jeweils darüber verständigen können müssen, wie wir die jeweiligen Grundrechts- und sonstigen Positionen ansehen. Okay. Vierte Frage noch, was sollen wir tun? Wir machen hier wunderbare Gesetzentwürfe, die Realität sieht ganz anders aus. Ja, die Realität sieht anders aus. Natürlich, wenn wir den Eindruck haben, dass ein guter Vorschlag schon ausreicht, um die Verhältnisse ins Wanken zu bringen, dann verfallen wir einem merkwürdigen Glauben. Also das ist das sozusagen, das wäre schön, ja, sozusagen, wenn man nur den Ton mal angeben müsste und schon bräche alles so Jericho-haft zusammen und alles würde ganz anders. Natürlich läuft es nicht so, sondern ich bin ganz optimistisch, was die Anspruchshaltung in dieser Bevölkerung angeht, was Beteiligung angeht. Ja, das habe ich am Anfang zitiert. Ganz optimistisch, es gibt viel mehr Leute als noch vor 30, 40 Jahren, die einen Anspruch haben, dass sie ernst genommen werden, dass mit ihnen geredet wird, wenn ich die Entscheidung getroffen habe. Und das ist meine, dass das nicht passiert, normalerweise, dass man viel Protest und Widerstand und alles Mögliche braucht und Nein sagen und so, um die Chancen für Bürgerbeteiligung und Bürgerbegehren, Bürgerentscheid und so weiter zu öffnen, sehe ich auch. Ja, aber anders geht es doch gar nicht. Wir müssen, Gott sei Dank wird es eine demokratische Sache von unten sein, die wachsen muss mit der Überzeugung. Und da habe ich am Anfang eigentlich auch meine mutmachenden Abteilungen dadurch gesprochen, ja, um klarzumachen, es gibt keinen Grund der Selbsteinschüchterung vor diesem Hintergrund, auch wenn man so will, die Gefahren auch riesengroß sind für das, was wir als demokratisches Gemeinwesen erachten. Also im Klartext Zweifel sein, aber trotzdem weitermachen. Genau. Nicht nur Gesetzentwürfe wünschen. So, die nächste. Ich bin auch Mitglied im Verein Gemeindegut in Bürgerinnenhand und ich weiß, was uns bevorsteht durch diese Schuldenbremse und Public-Private-Partnership genannt, öffentlich-private Partnerschaften. Und dass wir weit weg sind von Griechenland, das sehe ich gar nicht, weil unsere Kommunen
stehen schon mit dem Rücken zur Wand und werden jetzt gerade enteignet durch die Unterschrift, den sogenannten Entschuldungsfonds, wir auch. Griechenland wirkt halt jetzt als Nebelfeuer, sage ich mal, dass wir uns noch in Sicherheit fühlen, was so gar nicht ist. Ich hatte auch mal mit einem Gewerkschafter, der war immerhin der DGB-Landesvorsitzende, und habe gesagt, wann um Himmels Willen wird hier der Generalstreik ausgerufen. Das Dumme ist, wir hätten laut dieser Bibel, die für mich die Bibel ist, für Sie vielleicht nicht, aber für mich schon, haben wir allen Recht, wirklich alles Recht dieser Welt, Widerstand zu leisten, jeder Art hier. Obwohl ich sehr für Gewaltfreiheit bin, weil die haben so viele Mordinstrumente, da sind wir ganz schnell fertig. Die Frage ist jetzt, wer um Himmels Willen soll uns denn diesen Widerstand, sozusagen die Plattform für den Widerstand geben? Ehrlich gesagt, das würde ich gerne von wissenschaftlicher Seite aus wirklich mal in Erfahrung bringen. Also der DGB, das kann ich Ihnen schon mal sagen, der ist nicht. Michael Esser? Passt euch bitte auch kurz im Kopf möglichst. Ja, ich habe zwei Fragen. Und zwar einmal Frage, weil wir heute Nachmittag haben wir ganz intensiv über unsere Gesetzentwurf gesprochen, über direkte Demokratie. Ich stelle die ganze Zeit die Frage, ob es nicht auch gesetzliche Mindeststandards für Bürgerbeteiligung geben müsste. Ich glaube, ein großer Vorteil der Bürgerbeteiligung ist ja schon, dass es alles sehr informell, flexibel und so weiter ablaufen kann. Aber es ist möglicherweise auch genau der große Nachteil. Ja. Nämlich, weil dann die es anwenden, machen können, was sie wollen, ganz platt gesagt. Oder wenn man bestimmte Mindeststandards definieren müsste, gesetzlicher Art, zum Beispiel für Bürgerhaushalte, unter die man nicht zurück darf. Ja? Du hast ja selber gesagt, Maßstäbe, Kriterien, hättest du auch erzählen können, weiß ich auch. Ob man sowas nicht auch braucht. Oder wie ist das Verhältnis zwischen Normierung, also zwischen Formalisierung und Informalität? Und der zweite Punkt, ganz praktische Frage, das Netzwerk Bürgerbeteiligung will doch Kriterien entwickeln für gute Bürgerbeteiligung. Das ist halt auch dringend notwendig, weil es gibt eben viele Beispiele schlechter Bürgerbeteiligung, wie Mediationsverfahren, Frankfurter Flughafen oder wie Stromnetz, Übertragungsnetzausbau, wo Leute wirklich veräppelt werden. Und da muss man wirklich klarer werden, um deutlich zu machen, diese bestimmten Punkte sind wirklich nur Akzeptanzmanagement, wie du es schön gesagt hast, oder Motivationsbeschaffung. Und das ist wirklich abzulehnen dann auch. Das läuft dann vielleicht, letzter Satz, läuft dann unter dem Stichwort Bürgerbeteiligung, ist in Wirklichkeit noch was anderes. Aber genau andersrum braucht man eben auch die Leuchtturmprojekte. Und dafür braucht es dringend Kriterien, so wie wir, wenn ich uns mal kurz in den Himmel loben darf, unsere Rankings machen, so schöne Verfahrensvergleiche machen für gute direktdemokratische Verfahren. Und sowas braucht es auch für Bürgerbeteiligung. Damit könnte man wirklich gut vorankommen. Ja, also wir haben eben gehört, sozusagen das alte System ist ausgehöhlt, die repräsentative Demokratie, die direkte Demokratie gewinnt Territorium. Und wir müssen aber aufpassen, dass das nicht schon ausgehöhlt ist in dem Moment, wo wir es gewinnen, dass es keine Placebo-Angebote sind oder so. Und jetzt sehe ich da auch mit den Beteiligungsformen den Vorteil, dass die sozusagen die Leute ins Tun bringen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, also wir reden immer sehr viel über Gesetze, wir reden über das System, wie man das gestalten muss, aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist die Gesellschaft. Und das ist sozusagen, also Sie haben es auch angesprochen, der moralische Anspruch wächst bei den Leuten, beteiligt zu werden. Aber da muss eigentlich ein Anspruch da sein und es muss auch die Möglichkeit sein, sozusagen selbst dem gerecht zu werden. Und da ist für mich die Frage, wie kann da auch das Zusammenspiel sein zwischen Volksentscheid, Bürgerbeteiligung und so, um eine Kultur der Beteiligten zu erreichen, die eigentlich alles durchdrängt, sodass es vielleicht für manche Dinge keine Regeln mehr braucht, sondern dass es einfach moralisch unhaltbar ist, Beteiligung zu machen und dann zu ignorieren oder so. Erstmal nochmal vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich wollte Sie auf ein Phänomen aufmerksam machen, ob Sie das jetzt schon beobachtet haben, weiß ich nicht. Ich nenne es jetzt mal präventive Bürgerbeteiligung, die die Parteien schon betreiben. Ausgehend von der Theorie, dass wenn die repräsentative Demokratie so schwach ist, wären wir so stark, habe ich eher das Gefühl, es ist eine ganz andere Kraft stark geworden. Das sind die supranationalen Konzerne, die Bahn baut, die Spielhallenbetreiber beeinflussen Gesetze.
Das heißt, dass die repräsentative Demokratie eigentlich nur so eine Art Paravent ist, der zwischen uns als Bürger und diesen Oligarchen, ich nenne es jetzt mal knallhart beim Namen, also nicht mehr Demokratie, sondern Oligarchie, die dann herrscht. Und jetzt gehe ich zurück in meine Stadt und da habe ich jetzt Bürgerbeteiligung erlebt. Für 500.000 Euro wurde eine Firma beauftragt, uns 2 Jahre lang zu bespaßen. 400 Leute hat es erreicht. Karlsruhe. In Pforzheim. Wahlkreis Mappus, ne? Also schweres Gelände. Und man hat sozusagen, man ist über die Phase, dass man Kärtchen schreibt, die anpinnt, ist man nicht hinweggekommen. Also wir hatten nicht mal Kontakt sozusagen mit den Gemeinderäten. Und es gibt jetzt ein tolles Abschlusskommuniqué. Es ist ein Leuchtturmprojekt in ganz Baden-Württemberg, abgesegnet von der Frau Staatsrätin Erler, die jetzt für Bürgerbeteiligung von Herrn Kretschmann zuständig ist. Und jetzt haben wir das Gefühl, alle sind zufrieden. Die Politiker sind zufrieden, die paar Menschen, die da waren, haben auch gesagt, wir waren ernst genommen, es gab richtig was zu essen. Und, ja, und alle sagen, es reicht. In der Bespaßungsgesellschaft, in der Mediengesellschaft reicht mit der Klick zum Abstimmen. Ich will eigentlich gar nicht viel arbeiten. Also auf unserer Seite der Bürger gibt es so eine Art Sättigungseffekt. Man hat nie richtige Bürgerbeteiligung erlebt. Jetzt habe ich es dir mal gezeigt und das ist es. Also mehr gibt es nicht. Und sei mal gefälligst zufrieden, weil da hinten hängt ein Kärtchen und das heben wir jetzt 5 Jahre auf mit einem Wunsch. Und auf dem Niveau habe ich mich jetzt bewegt 2 Jahre. Ich habe auch kritisch das beleuchtet. Und der Oberbürgermeisterin hat mich jetzt anschließend eingeladen mit meiner Kritik, hat gesagt, jetzt ist es rum, sozusagen die Bürgerbeteiligung ist beendet, weil das Geld ist jetzt auch aus. Und jetzt können wir beratend sozusagen eingreifen. Aber es hört sich jetzt lustig an, aber es ist knallhartes Geschäft. Es ist ein Markt, die Firma Pool organisiert es. Die Moderatoren kommen aus der Wirtschaft, machen wir uns nichts vor. Ja? Und die haben mir öfters das Mikro weggezogen, als ich dann mal was gesagt habe zum Ablauf. Und meine Frage ist, gibt es diese Form sozusagen, uns präventiv vorher auszubremsen? Und ich habe das Gefühl, die Leute hinter Paravent, die Oligarchen, sind schon davor, um uns sozusagen auszubremsen, dass wir auf das parlamentarische System eingreifen können. Die Spielregel ist immer 4 Fragen und dann die nächsten, weil sonst verlieren wir das alles wirklich. Vergesst euch alle nicht. Gut, also ich werde nicht auf alles so ausführlich eingehen, sonst haben Sie keine Chance mehr. Ich bin sehr für Mindeststandards, für Bürgerbeteiligung. Ich sehe auch, dass einige Kommunen dabei sind, sowas, Sie kennen Heidelberg, Filderstadt und so weiter. Wir werden damit Erfahrungen sammeln, ob das ausreicht oder nicht. Pforzheim galt in der Tat mal als Vorzeigeobjekt. Ich bin froh, wenn ich danach ein bisschen mehr erfahre. Es braucht sowas. Aber es muss sich entwickeln, weil es bisher keine Beteiligungssatzung lokal gab. Das ist ganz frisch. Also jetzt im Sinne von überhaupt so eine Idee zuzulassen, weil dem stand der repräsentative Allmachtsanspruch vorher im Wege. Das heißt, wir sind in dieser Hinsicht am Anfang und wir in vieler Hinsicht am Anfang und müssen sehen, dass wir da versuchen, die Ebenen der Verrechtlichung und Normierung zu erreichen, die wir für sinnvoll halten, um die Chancen für gute Beteiligung und wirksame Beteiligungsformen sozusagen zu verbessern. Also das ist völlig für mich völlig klar. Und ich habe Sie ja auch da ganz bewusst auf diese ausländischen Beispiele hingewiesen, weil wir ja oft viel zu bescheiden sind in dem, was wir wollen. Ja, also bei uns wird zum Beispiel von den meisten, die in der Beteiligungsdebatte unterwegs sind, immer das letzte Entscheidungsrecht des Parlaments akzeptiert. Dass es auch ganz andere Möglichkeiten gibt, dass das Parlament delegiert und sagt, hier, Quartier, mach du mal, ja, ihr wisst viel besser, was ihr braucht, und wir delegieren das an euch, ihr macht das, und wir wollen dann nicht am Ende nochmal entscheiden. Dieser Gedanke wird doch nur sehr selten zugelassen, ne? Er wird nur sehr bescheiden zugelassen. Also mein Gefühl ist, also wir brauchen gute Kriterien, und wir brauchen natürlich, haben Sie völlig recht, so eine Kultur der Beteiligung. Was heißt das für mich? Normalerweise, wenn ich so ein Thema anpacke, dann rede ich von Protest, zivilem Ungehorsam, über organisierte, informelle Formen der Beteiligung bis hin zu entscheiden und den Möglichkeiten zu wirken. Also gehört für mich alles zu dieser Kultur der Beteiligung dazu und ist völlig legitim, diese verschiedenen Formen im Blick zu behalten und ihre Möglichkeiten auch zu sehen. Es ist keineswegs so, dass mit besseren Beteiligungsformen Protest überflüssig wird. Sehe ich überhaupt nicht.
Das wird immer eine Form sein, die notwendig ist, weil es immer Interessen geben wird, die in bestimmten Prozeduren nicht berücksichtigt werden. Also von daher ist dieses ganze Arsenal der Formen, die man nutzen kann, um Interessen im politischen Prozess zur Geltung zu bringen oder sich auch zur Wehr zu setzen, auch das Nein sagen, sind alles ganz wichtige Formen, und das ist immer das kleine Einmaleins, das ich immer gelernt habe. Man muss dafür kämpfen. Man kämpft für eine bestimmte Sache, man kämpft aber auch für das Demonstrationsrecht, man kämpft für das Recht auf zivilen Ungehorsam etc., das, indem man es anwendet und nutzt. Also das ist für mich völlig klar, und dass ich immer dann auch das Gefühl habe, viel zu wenig, auch klar. Trotzdem sollten wir nicht unterschätzen, also wenn Sie jetzt sich an Gesetzentwürfe machen oder wir uns jetzt gemeinsam über Beteiligungsstandards unterhalten würden, das sind ja alles Mittel, mit denen wir versuchen, es anderen leichter zu machen, diese Praxis auszuüben und gleichzeitig auch sozusagen das, wenn man so will, das Anspruchsniveau zu heben. Ja, eine Art, genau das, was Konservative fürchten, jede die Hand, die man zur Beteiligung reicht, ja, die, oder der Finger, die wollen dann gleich die ganze Hand. Ja. Also es ist eine Anspruchsinflation, die wollen dann alles entscheiden. Also bitte gar nichts. Ja. Umgekehrt, wir setzen doch darauf, gehe ich jetzt mal vom kollektiven Wir an, mehr Demokratie, ja. Wir setzen doch darauf, dass der Appetit beim Essen kommt, dass die Leute dann, wenn sie gelungene Beteiligungserfahrung sich mal eingemischt haben, mehr wollen und von daher sich eine Dynamik entwickelt. Und was wir zwischendrin machen, ist, die Bedingungen dafür vielleicht zu verbessern. Wir werden das nicht regulieren und es wird nicht alles möglich sein, was wir da tun. Aber immerhin, das wäre für mich der Gesichtspunkt, mit dem ich ranginge, ohne das zu überschätzen, ja, ohne dass ich glaube, dass die Gesetze dann auch die Wirklichkeit wären. Letzter Punkt, normalerweise, wenn ich über so Themen rede, habe ich immer einen breiten Block über Beteiligungsindustrie. Ja? Wir sind erst am Anfang. Ich hatte zu Beginn ja erwähnt, dass die Immobilienbranche oder das Bauhauptgewerbe, natürlich auch RWE und natürlich auch die Energieunternehmen etc., die da unterwegs sind, längst wissen, dass sie ihre Projekte nur durchkriegen, wenn sie beteiligungsorientiert vorgehen, und natürlich am besten so, dass sie die Agenturen beauftragen oder zumindest Einfluss haben, wenn es die öffentliche Hand macht, wer damit beauftragt wird und wie es abläuft. Ist doch völlig klar. Keine Form, keine demokratische Form ist vor Missbrauch geschützt. Keine. Das müssen wir immer wissen. Das können wir uns noch so viel ausdenken. Keine ist davor geschützt und wird immer die Möglichkeit geben des Missbrauchs. Aber das ist jetzt unsere Rolle als Bürger in diesem Kontext, dass wir uns das nicht gefallen lassen, darüber in so einer Weise über den Tisch gezogen zu werden, dass wir da nur Teil von Akzeptanzmanagement werden. Wir werden nachfragen. Ich bin zum Beispiel sehr dafür, dass die Unternehmen, wenn die Ansiedlungen wollen oder das eine oder andere Projekt, dass die für Bürgerbeteiligung zahlen. Ich bin aber sehr dagegen, dass sie die beauftragen. Ja? Also da muss man Standards entwickeln, und diese Auseinandersetzung kommt auf uns massiv zu, gerade im Zusammenhang mit der Energiewende, wo das ja das Credo ist, dass wir anscheinend alle dauernd immer beteiligen dürfen. Aber das ist erst am Anfang. In den USA ist das ziemlich weit entwickelt. Da gibt es in der Tat eine richtige Industrie schon in dem Feld. Und es ist völlig selbstverständlich. Es gibt große Unternehmen, die da genau nichts anderes machen. Umgekehrt, wir werden auch bei uns Leute brauchen, die Erfahrung mit Moderation und so weiter haben. Also nicht alle, die in dem Feld sind, sind schon böse Buben, weil sie das auch zum Beruf gemacht haben. Sondern wir werden auch Profis brauchen, die uns dabei helfen, recht heterogene Gruppen und Interessen an einen Tisch zu bringen und das in einer vernünftigen Art austragen zu helfen. Ja? Also man wird darauf achten müssen, wie da wer arbeitet und wer da das Sagen hat und wie solche Verfahren aussehen müssen, damit sie, da ist vielleicht Pforzheim dann ein Lehrstück. Ja? Meine Frage ist, gibt es wirklich, dass es als Trennung eingesetzt wird zwischen mir und dem Parlament, also als Institution, dass die Beteiligungsform so missbraucht wird? Nee, das sollte natürlich nicht sein, das völlig richtig. Ja, ich habe aber den Missbrauch. Aber die Verwaltung wird auch dafür eingesetzt. Ja gut, da muss man dazu sagen, die deutsche Verwaltung ist weit davon entfernt, in der Regel überhaupt zu wissen, was Bürgerbeteiligung ist. Wenn Sie mal Lust haben, um zu wissen, was die HM in dieser Richtung bis vor kurzem war, ja, die herrschende Meinung, dann gucken Sie sich einen Sammelband an, Zivilgesellschaft und Verwaltung, Speyerer Hochschule vor 3 Jahren veröffentlicht, eine Tagung. Da gibt es 5 Beiträge,
Von den 5 Beiträgen sagen 4, es ist völlig unmöglich, Bürger zu beteiligen. Ja, weil das dem Rechtsstaatsprinzip widerspricht. Wir sind eine rechtsorientierte Verwaltung. Jede Form des Gesprächs, der Auseinandersetzung bedeutet doch, bestimmte Privilegien zu schaffen. Das können wir unmöglich, also machen wir es so wie bisher. Wir sind, ja, können wir mal gucken. Das war bis vor kurzem die HM. Ja, ja, klar. Das Bürgerbeteiligung ist nur von übel, weil es die privilegiert, die und so weiter. Ne? Also die dann sich durchsetzen können und die anderen kriegen nichts. Also das ist immer noch eine Grundposition, mit der da gearbeitet wird. Jetzt ist selbst Speyer schon ein Stückchen weiter und so, und waren immer schon auch welche dabei, die anders drauf waren, Hill und Klages und so weiter, die haben immer auch schon ein bisschen was anderes gemacht. Aber das muss man sich eigentlich, das ist ein ungeheuer dickes Brett, und von daher finde ich es gut, dass die Frau Erler rangeht und zumindest versucht, die Verwaltungsausbildung in dem Sinne, um so eine Kenntnis zumindest, wie Bürgerbeteiligung funktionieren könnte, zu erweitern. Ich rede jetzt nicht von den Stadtplanern, die lernen das teilweise während des Studiums, aber der normale Verwaltungsmensch ist nicht beteiligungsfit und orientiert. Gut. In der Regel zumindest nicht. Die nächsten 4? Also mich interessiert es, ob im wissenschaftlichen Kontext, ob es irgendwas gäbe, wo es sich hin lohnt, zu orientieren, wo Sie vielleicht eine Chance sehen, welche Organisation der Stadt organisieren könnte. Jetzt mal der Bürger. Junge, ja, arbeitslose Männer. Wer ist alles? Also es gibt keine privilegierte Gruppe, die, von der ich erwarten würde, dass sie es bringt. Ich bin in einigen Vereinen drin. Ich bin Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC, um mal einen Namen zu nennen, bin im Netzwerk Bürgerbeteiligung, Komitee. Ich habe einige Anbindungen, könnte ich noch ein halbes Dutzend andere aufzählen, aber ich glaube nicht, dass die es bringen. Okay. Ja, also. Der Punkt ist. Bist du bei uns schon Mitglied? Bist du bei uns schon Mitglied? Nein. Sie werden ja wohl heute bei euch eine Anfrage unterschreiben. Später. Nach dem Öffnenwahl. Ich bin auch noch Gewerkschaftsmitglied, nur das. Nein. Nein, also meine Haltung ist immer, ich weiß nicht, ob Sie den Ulrich Sonnemann vom Namen her kennen. Ulrich Sonnemann. Nein. Ein leider länger verstorbener Autor, der in den 50er und 60er Jahren ganz wichtige Dinge geschrieben hat, wunderbare Essays, zum Beispiel mit dem Titel Im Land der unbegrenzten Zumutbarkeiten. Ja? Das heißt, ich hetze, wenn Sie so wollen, ich stachle Leute auf, dass sie unbescheiden sind. Das ist mein individueller Beitrag. Dann zeige ich noch, es gibt das und jenes. Das heißt, unsere Aufgabe ist, unbescheiden zu sein und uns nicht alles gefallen zu lassen. Und mit dieser Haltung kann man vielleicht dann auch mal mehr werden an bestimmten Punkten und Enden. Und trotzdem ist man nicht unbedingt erfolgreich. Ich habe die Hartz-IV-Proteste intensiv im Osten miterlebt und auch studiert und befragt. Und das Interessante war nur zur Deliberation. Die wichtigste, also die größte Kritik, das war zu einem Zeitpunkt, als es noch ganz intensiv war, aber noch nicht absehbar war, welche sozialen Institutionen Folgen Hartz-IV haben wird, da haben die gesagt, das wäre nicht gefragt worden. Das war die größte Kränkung, ja? dass über einen was kommt, ohne gefragt zu werden, was so grundlegend die eigenen Lebensverhältnisse ändern kann. Und trotzdem, da waren über Monate hinweg mehr als 2 Millionen Menschen unterwegs, ja? Gegen diese Hartz-IV-Gesetzgebung. Und erreicht haben sie nahezu nichts, ganz minimale Dinge. Das heißt, selbst wenn Millionen auf der Straße sind, wie damals weltweit 16 Millionen gegen den Irakkrieg, Sie erinnern sich vielleicht an den 15. Februar 2003, glaube ich, war das. Ne? Selbst dann ist nicht die Gewähr, dass nicht dann in Tolli dann doch Krieg führt, wie in dem Fall. Das heißt, es kommt darauf an, viele zu werden, es kommt darauf an, Einfluss zu nehmen, es kommt darauf an, Instrumente zu schaffen, um den Einfluss zu verstärken. So verstehe ich auch ein bisschen mehr Demokratie, ja, da so Handwerkszeug zu haben. Aber es gibt keinen noch so klugen Menschen, der Ihnen jetzt sagen könnte, setzen Sie auf die Zahl 49 und dann gewinnen Sie. Gut. Ich muss noch mal ganz zum Anfang zurückgehen, und zwar, wir haben das Problem Beteiligung und Akzeptanzforschung. Ich hab jetzt seit einigen Zeit das Rotkäppchen-Problem in Baden-Württemberg. Wir haben ganz viele, die haben jetzt Kreide gefressen und sagen, wir machen jetzt Bürgerbeteiligung. Der Städtetag in Baden-Württemberg ist zum Beispiel so ein schönes Beispiel. Und wenn ich mir dann Papiere dann anschaue, was dann qualitativ drinsteht,
dann ist da nichts mehr drin. Da hat sich ein bisschen die Rhetorik geändert, aber eigentlich wollen sie nicht mehr machen wie bisher. Und für mich, ich brauche jetzt das Gewehr für den Wolf. Das ist das Märchen mit den Geißeln. Ja, das ist Rotkäppchen und der Wolf. Der böse Wolf. Und ich suche das Gewehr für den bösen Wolf. Und ich möchte jetzt einfach, wie kann ich jetzt, wenn ich in dieser Auseinandersetzung stehe, dass ich diese Ramsauers habe und die Merkels und auch die Städtetags, die jetzt ihre Rhetorik ändern, aber eigentlich nichts ändern wollen. Wie gehe ich auf die Menschen zu? Wie gehe ich da in die öffentliche Auseinandersetzung? Wie kann ich da meinen Nachbarn oder den im politischen Prozess überzeugen, dass das der falsche Weg ist, in sehr kurzen Worten, weil ich habe nicht sehr viel auf der Straße Zeit oder wenn ich mit den Leuten auf dem Podium sitze. Zwei Sachen. Also einmal, damit habe ich mich auch immer wieder mal beschäftigt, mit diesem Gedanken, es geht zwar was voran, aber reicht die Zeit überhaupt und das hat einen bewegt. Ich bin dann irgendwann zum Schluss gekommen, das ist ein Gedanke, den ich nirgends formuliere, den ich auch nicht ausdrücke, weil man weiß es eh nicht und Politik bedeutet immer, dass überraschend in einem gewissen Augenblick, den man nicht erwartet, auf einmal irgendwas passiert und ganz schnell und deswegen demotiviert sowas unnötig, weil damit brauche ich mich nicht auseinandersetzen. Also das ist mein Schluss oder mein Kommentar dazu. Dann zum anderen, zum Grundgesetz, das ist nicht die Bibel. Da möchte ich folgende Anmerkung machen. Es ist zwar nicht die Bibel, aber es wird gegenwärtig in den verschiedensten, ich lese Zeitungen, da und dort wird über neue Verfassungen geredet und man ist so euphorisch, dass man alles ändert, das ganze Grundgesetz und so weiter. Ich habe da ein bisschen, da möchte ich wirklich mal ein paar Zweifel sehen. Das Grundgesetz, das ist für mich auf den Schlachtfeldern, aus den Katastrophen heraus, ist eine Weisheit entstanden, die dann von Leuten vermeintlich parlamentarischer Rat entworfen ist, aber eine Weisheit, die, das behaupte ich, ohne diese Leute zu kennen, die klüger ist als diese Leute. Und gegenwärtig steckt in diesem Grundgesetz nach wie vor eine größere Klugheit drin, als das, was gesamtgesellschaftlich, sozial an Vermögen aus meinem Instinkt heraus, das ist eher eine instinktive Sache, erreichbar ist. Das heißt, wenn ich das Grundgesetz aufdrösle, dann besteht zumindest die Gefahr, dass was sehr viel Schlechteres bei rauskommt in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation. Ja, also ich finde, es sind schon ziemlich viele Aspekte so gesagt worden, die ich glaube ich auch wichtig finde, was hier auch im Verein, glaube ich, wichtig ist, dieses das Entscheiden. Ich würde das jetzt auch nicht ganz so hoch ansiedeln wie du, Friedmut, aber ich kann das verstehen, dass dir das wichtig ist. Und Michi hat das auch ganz wichtig gesagt mit diesen Qualitätskriterien. Das finde ich auch relativ entscheidend. Was vielleicht noch einen Aspekt mehr, also vielleicht noch zum Hintergrund, ich gehöre zu diesen bösen Buben, die Geld, also bei einer Firma arbeiten, die Geld damit verdient, dass sie Bürgerbeteiligung macht. Und was ich wichtig finde, ist auch immer so ein bisschen diese, ich würde es mal Verfahrenshoheit nennen. Also so ein Problem ist immer gar nicht, dass wir, glaube ich, mittlerweile nicht mehr, dass wir nicht die Methoden haben für Bürgerbeteiligung. Es gibt mittlerweile unglaublich viele Methoden, wirklich innovative und für viele verschiedene Fragestellungen. Das ist eigentlich gut. Aber die Bürger haben eigentlich nie die Möglichkeit, selber darüber zu entscheiden, ob sie das jetzt möchten, ob sie eine Deliberation wollen. Aber es passiert immer nur dann, wenn man Glück hat und in der Verwaltung so ein paar sogenannte Change Agents unterwegs sind. Das sind so die etwas innovativen Leute in der Verwaltung, die sich denken, das ist jetzt mal gut. Und dann wird sowas auch mal irgendwie gemacht. Und meine Erfahrung ist vielleicht auch nicht ganz so negativ mit der Verwaltung. Also zumindest die uns beauftragen, gut, die sind dann auch schon etwas aufgeschlossener, aber die sind oft relativ lösungsorientiert, sage ich mal. Schwierig wird es nach meiner Erfahrung eigentlich immer, wenn die Politik mit reinkommt. Weil tatsächlich dann gerade aus den politischen Kreisen eigentlich nicht mehr sachorientiert entschieden wird oder auch nicht sachorientiert unbedingt Ergebnisse mitgenommen werden, sondern dann geht es tatsächlich darum, passt es in unsere Agenda? Ja, passt es in das, was wir sowieso schon vorhatten? Hattest du ja auch im Vortrag so ein bisschen gesagt.
Das finde ich irgendwie schwierig. Und da würde ich jetzt vielleicht auch so ein bisschen denken, da müsste man nochmal mehr überlegen, wie kann man so eine Verfahrenshoheit herstellen. Du hast ganz vorhin mal ganz kurz erwähnt, dass es irgendwie die Möglichkeit gibt, mit per Quorum sozusagen dann irgendwie so ein Verfahren einzufordern. Aber in der Praxis ist es ja oft auch schwierig. Ich weiß, in Gütersloh zum Beispiel, der Bürgerhaushalt ist ja auch auf Druck von der Bürgerinitiative, da war auch, glaube ich, eine von Mehr Demokratie auch beteiligt, entstanden. Aber ja, letztlich hat die Verwaltung, so ist das bei Bürgerbeteiligung. Es gibt tausend kleine Stellschrauben. Wenn die Verwaltung, wenn die Politik will, kann sie an denen drehen und ein Verfahren letztlich auch an die Wand fahren lassen, sodass es nicht wirkungsvoll ist. Und das finde ich sehr schwierig. Das ist sowas, was bei direkter Demokratie nicht gibt. Die ist ganz klar durchgeregelt. Ja. Ich habe zwei Fragen. Und zwar, Sie haben ein bisschen was zu Bürgerhaushalten gesagt, auch zu Brasilien, zu verschiedenen Bürgerhaushalten in verschiedenen Städten und auch sogar Projekte auf nationaler Ebene. Und dass dort die Bürger tatsächlich entscheiden. In Deutschland ist es aber nicht so. Also in Deutschland werden Vorschläge gemacht und die Gemeindevertretungen entscheiden. Und es gibt immer so ein Argument, was so im Raum steht, dass das juristische Gründe hat, dass das nicht möglich ist, sozusagen Bürgerhaushalt als Entscheidungsinstrument zu etablieren. Und da würde mich mal interessieren, was Sie dazu sagen, weil das lese ich hier und dort. Das ist die eine Sache und die andere Sache knüpft quasi daran an. Und zwar was die Beteiligung angeht nochmal. Sie haben ja gesagt, dass sozusagen auf diese Diskussion soll man sich eigentlich nicht einlassen. Ja, also dass die Beteiligung gering ist bei Bürgerbegehren. So. Jetzt ist aber bei Beteiligungsverfahren, wenn die sogar zur Entscheidung führen, da ist die Beteiligung deutlich niedriger. Die ist nicht bei 30%, sondern die ist bei 1%, bei 0,5%. Und da wird es für mich auch irgendwie ein bisschen schwierig, muss ich sagen, wenn das sozusagen unmittelbar zu Entscheidungen führt. Und da ist so für mich die Frage, muss nicht ein Beteiligungsverfahren nicht automatisch nochmal in einen Bürgerentscheid münden, der sozusagen dann auch gut beworben ist, der legitimiert ist, wo es ein Pro- und Kontra-Heft gibt und. Ja. Zu dem letzten, da bin ich ganz bei Ihnen. Also die brasilianischen Bürgerhaushaltsmodelle laufen ja so, dass Bürger Vorschläge machen, es gibt einen Etat, der festgelegt ist und dann wird darüber mit Mehrheitsentscheidung gearbeitet, mit der Möglichkeit und dem Anspruch, möglichst alle reinzuholen, zumindest bei dem Porto Alegre-Modell. Auch da gibt es viele Unterschiede, also jetzt nicht einzeln, auch manipulative Geschichten. Also könnte ich jetzt auch noch mehr, brauche ich nichts erzählen. Aber es gibt Modelle, die das gut verknüpfen. Also sagen hier, wir machen intensive Beteiligung. Am Ende holen wir uns aber nochmal ein Mehrheitsvotum ein, weil das viel zu wichtig ist, das nicht zu tun. Also solche Kombinatorik schwebt mir vor für viele Themen. Und natürlich widerspricht es den jetzigen Landesgesetzen, was kommunale Haushalte und so weiter angeht. Natürlich ist unsere Finanzverfassung, so wie sie ist, überhaupt nicht daran orientiert, solche Freiräume größerer Art freizugeben, dass Bürger direkt über Finanzen entscheiden. Ist im Kleinen möglich, aber im Großen bislang nicht. Aber kein Mensch hindert uns, solche Gesetze auch zu verändern, solche rechtlichen Regelungen zu verändern. Mein Vorschlag ist immer an die Landespolitiker, die das wollen, die da mehr zulassen wollen, man arbeitet doch mit der Experimentierklausel. Das ist zumindest das Beste, was NRW je hatte, dass es zumindest im Rahmen eines Experiments möglich ist, zu probieren, es anders zu machen und da bestimmte rechtliche Regelungen, die sonst gelten, außer Kraft zu setzen. Und dann darauf zu hoffen, dass das gute Beispiel sozusagen wirkt, dass die gute Idee Überzeugungskraft gewinnt, wie auch immer. In der Bundesrepublik ist das kein Selbstläufer mit den Bürgerhaushalten, aufgrund der vielfältigen Beschränkungen, vor allem dadurch, dass das oft eben nur sozusagen Abfragen übers Internet sind, wo die nächsten Haushaltskürzungen sozusagen stattfinden sollen. Das ist natürlich überhaupt kein pralles Verfahren, wo man also sagt, okay, also dann drücken sich Leute aus der Verantwortung, wir reiten einen erst da rein und dann sozusagen sollen man sie da rausretten. Das ist nicht der Sinn. Also die Realität ist eine andere, ich kenne die, glaube ich, einigermaßen. Und da gibt es viel zu tun, um daraus ein sinnvolles Beteiligungsinstrument zu machen. Also das mit dem Grundgesetz, also wir haben das Komitee für Grundrechte und Demokratie gegründet mit dem Grundrechtebezug. Wenn ich jetzt die letzten Zahlen nicht in Erinnerung habe, ist das Grundgesetz 180 Mal geändert worden, davon 56 Artikel betroffen. Also es ist kein, den Regieren wird es nicht als Heiligtum angesehen und es gibt Veränderungen, die ich sofort revidieren möchte, nämlich den Asylparagrafen zum Beispiel, der 2003 uns in dieser Form überfallen hat, nee, 1993.
verfeinert, ja, die also es ist sozusagen gestaltbar und es gibt aber das ist ja nicht innerhalb des grundsätzlichen Gestaltung, im Gegensatz dazu, dass es praktisch, dass jetzt Bestrebungen gibt, das Ganze. Ich glaube, es gibt von uns keinen, der nicht den Grundrechteteil schätzt, wobei mein Problem mit dem Grundrechteteil ist, wenn man genau liest, dann gelten viele dieser Grundrechte nur für die Volksdeutschen und nicht für die gesamte Bevölkerung, was eine Einschränkung ist, die ich heute angesichts von Migration und Vielfalt nicht mehr mitmachen wollte. Ich wäre sehr dafür, dass die Kinderrechte da reingehören. Ich wäre sehr dafür, dass die Rechte von Zugewanderten und hier Lebenden mit Migrationshintergrund anders ausgestaltet werden, dass das da reinkommt. Also ich hätte viele Wünsche. Es wäre aber nicht, also ich wäre, mit Sicherheit würde ich mich im Rahmen dieser Menschenrechtsdiskurse, die das Grundgesetz sozusagen beschreiben, bewegen. Überhaupt, wer sich nochmal die allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 anguckt, wird sehen, das ist ein revolutionäres Pamphlet, gemessen an dem, was wir haben. Können Sie ja vieles angucken, das ist völlig revolutionär, noch in einem weiteren Sinne als das Grundgesetz. War der damalige Zeitgeist als Konsequenz aus den Kriegserfahrungen. Aber also, ich schätze es sehr, bin überhaupt nicht jetzt im Sinne für Tabula Rasa, aber der Organisationsteil, das lässt sich gut zeigen, entspricht nur in sehr geringem Umfang einer vernünftigen Interpretation des Grundrechteteils und hätte dringend nötig, verändert zu werden. Aber okay. Die Waffe für den kreidefressenden Wolf? Gibt keine. Nur unsere Ansprüche. Dann der nächste, bitte. Nein, nein, es gibt keine. Also, es wird immer den Versuch geben, sozusagen uns über den Tisch zu ziehen und dass man unsere Sprache spricht, aber was anderes meint. Das werden Sie immer erleben, in jedem Zusammenhang. Das ist die Übung, die Eltern immer machen, wenn sie ihre Kinder zu Sachen bringen wollen. Also sozusagen, das haben wir alles gut gelernt. Und das ist eine ganz übliche Geschichte, dass Rhetorik und Wirklichkeit nicht miteinander zu tun haben. Und wir müssen darauf aufmerksam machen, wir müssen es kritisieren, so nicht. Ja, also nur Nein sagen oder Widerspruch hilft da. Mehr kann ich Ihnen auch nicht sagen. Es gibt keine, sozusagen keine geheime, wie auch immer, kein Zauberwasser, das denen dann die Zunge lösen würde und sagt, ich habe euch jetzt gerade belogen. Ja. Das gibt es nicht. Sie müssen Ihnen schon sagen, du hast gerade gelogen. Da machst du was anderes. Das nächste Märchen. Ja, ich habe eigentlich zwei Anliegen. Das eine ist keine Frage eigentlich. Ich habe mich nur gewundert, dass in dem Beitrag dieses Phänomen der Force-Flag-Organisation nicht beschrieben wurde. Also ich denke zum Beispiel an Awards Org und sowas, wo versucht wird, die demokratischen Initiativen zu kanalisieren, dass die praktisch ins Leere laufen. Das ist in dem bisschen vermisst in dem Beitrag und das ist ein Phänomen, was recht deutlich auftritt in den letzten Jahren. Welche Organisation meinen Sie jetzt? Jetzt Awards Org zum Beispiel ist ein recht bekanntes Beispiel. Ja, und ich meine, die bündeln ein bisschen die Aktivitäten von politisch interessierten oder demokratisch interessierten Leuten, gaukeln denen vor, dass sie was bewegen und erreichen können mit der Webseite. Und wenn man es mal hinterfragt, dann stellt man erstens fest, wie das organisiert ist. Das kann eigentlich zu nichts führen. Und zweitens stellt man fest, das ist eben nicht irgendeine Initiative von politisch interessierten Leuten, die da was auf die Beine stellen, sondern das ist dem Obama seine Politik, die von den USA aus versuchen, die NGOs zu kanalisieren. Aber das ist aber nur der eine Teil. Das habe ich ein bisschen vermisst in Ihrem Vortrag. Mein Hauptanliegen ist eigentlich meine Sorge, was wir machen können, außer eben Gesetzentwürfe zu machen. Denn es kommt ganz oft vor, dass die Gesetze eigentlich so sind, wie sie sein sollen. Sie nützen uns nur überhaupt nichts. Also das beste Beispiel ist, ich bin aus Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz hat es noch nie ein Bürgerbegehren gegeben. Es ist auch praktisch nicht durchführbar, es ist nicht denkbar, dass es mal eins gibt. Und die gesetzliche Grundlage ist ganz einfach, ich kann es vorlesen. Der fragliche Abschnitt in der Landesverfassung ist Abschnitt 3, die Gesetzgebung. Artikel 107 ist der erste davon, Form der Gesetzgebung. Dann lautet wörtlich, die Gesetzgebung wird ausgeübt, erstens durch das Volk im Wege des Volksentscheids, zweitens durch den Landtag, Ende des Artikels. Artikel 108 und Artikel 109 gehen auch noch zu dem Thema. Aber daran gibt es nichts zu verbessern. Das ist ganz toll, aber es nützt uns überhaupt nichts, hält sich keiner dran.
Also es bringt nichts, wenn wir Gesetze entwerfen und vorschlagen, wenn sich keiner an die Gesetze hält. Und das Phänomen haben wir leider recht oft, dass die Gesetze nichts wert sind, auch wenn sie beschlossen sind. Wir können den Bürger erst befragen, wenn der Bürger mündig ist. Und was ist mündig? Was ist eine Frage? Ist noch jemand nicht drangekommen, der sich gemeldet hat? Sonst ist das jetzt die letzten, sind das die letzten beiden. Danke. Also zu dem mündig kann ich nur sagen, es gibt für mich da ein Vorbild. Wir wollen ja gerne auch was Positives hören. Artikel 12 der Kinderrechtskonvention. Ja. Da heißt es, dass Kinder, da sind alle unter 18-Jährigen gemeint nach der Konvention, sozusagen zu allen sie betreffenden Angelegenheiten anzuhören sind und in diesem Sinne zu beteiligen. Und haben Sie den Eindruck, dass Ihnen das widerfährt? Also sozusagen, Sie haben noch nicht mal Kinderrechte oder wir haben nicht mal Kinderrechte. Ja, also nicht mal das Recht, in allen uns betreffenden Angelegenheiten gehört zu werden, was ja das Minimum wäre. Geschweige denn dann noch weitergehende Dinge. Also da gibt es noch ein bisschen Potenzial, was jetzt die Mündigkeit angeht. Und da heißt übrigens, da gibt es eine Definition von Mündigkeit, die etwas ganz Elegantes einschließt, nämlich entlang der Evolving Capacities, das heißt der sich entwickelnden Fähigkeiten. Und natürlich ist das ein ganz wichtiger Maßstab, auch für Erwachsene. Habe ich, welche Fähigkeiten entwickle ich als gute Bürgerin, guter Bürger? Ja? Wenn ich interessiert, mich nicht. Natürlich, wenn ich die Muskeln nie bewege der Bürgerschaft, werde ich Schwierigkeiten haben, irgendwie mitzumischen. Das heißt, es ist auch an uns, da dieses Training der Muskeln, der Beteiligung und des Mitentscheidens und der Deliberation zu entwickeln. Das meine ich mit Mündigkeit. Also jetzt nur in diesem Sinne. Online wollte ich noch kurz sagen. Ich hab eine Formel, wenn mich meine Studierenden immer gefragt haben, wie das so ist mit, was sind die aussichtsreichsten Formen der politischen Beteiligung? Ja? Die wollen ja immer wissen, also was muss ich machen, damit ich meine Interessen oder unsere Interessen umsetzen kann. Und dann sage ich, das ist schwer zu sagen, aber ein Hinweis sei erlaubt, nämlich möglicherweise sind die, die am wenigsten Initiative erfordern, die man in 5 Minuten abhandeln kann oder mit einem Mausklick, nicht unbedingt die, die am weitesten führen. Ja? Das heißt, ich würde auch, ich bin nutze auch online und alles Mögliche, aber man muss immer sehen, dass gerade auch solche politischen Beteiligungsprozesse aufwendig sind und dass man sich diesem Aufwand nicht durch irgendeinen Kunstgriff und durch einen Mausklick oder sonst was entziehen kann. Von daher halte ich diese Dinge auch nicht für besonders gefährlich, aber auch nicht für besonders hilfreich. Es wird halt gemacht und dann guckt man mal nach, aber es ist nichts, was irgendwo das Repertoire furchtbar erweitert, zumindest nicht in unseren Breiten. Ne? Aber okay, Harz war, mein Bezug auf Harz war durchaus kritisch gemeint und nicht, also diese Art von grün-roter Rätedemokratie, die wir da erlebt haben in dieser Phase, wie Gesetze gemacht wurden, mit welchen Gremien und so, da war für mich Harz auch ein besonders wichtiger Mensch. Der ist nicht in Getriebe. Ja, wissen Sie, warum er für mich so wichtig war? Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern an die Geschichte. Er war ja derjenige, der uns bereichert hat um viele Anglizismen, die wir vorher noch nicht kannten. Ja? Wunderbare One-Stop-Agencies und was alles, also wunderbare Begriffe, alles Mögliche. Nur die Kehrseite haben wir dann später gesehen, das war dann ganz ordinär Rotlicht-Puff. Ja, sozusagen, das ist sozusagen die Aufklärung über Innovation in einem bestimmten Milieu. Was wir machen können, jetzt wo es die Gesetze... Darf ich Sie beantworten? Gut, ja, mach du das. Also das, was Mehr Demokratie ja immer macht, wir machen ja Landeskampagnen, um die Reform zu verbessern, damit das möglich wird. Und in Rheinland-Pfalz sind wir dabei, schon seit langem Löcher zu bohren. Das Problem ist, dass wir momentan im Land selber noch keine kampagnenfähige Struktur haben. Das nützt uns nämlich gar nichts, wenn da niemand ist, der das macht. Und so lange begleiten wir dort eben auch die parlamentarischen Prozesse, um genau das zu ändern. Und wir wissen, heute Morgen warst du doch schon da, ne? Als wir gesagt haben, auf der Agenda bis 2014 ist für uns einer der wichtigsten Landesverbände, wo sich dieser Missstand dringend ändern muss, ist Rheinland-Pfalz. Also wir machen noch ein bisschen mehr als wünschen. Oder wir geben uns Mühe, ein bisschen mehr als wünschen zu machen. Wir erreichen ja auch eine ganze Menge. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz das Schlusswort ergreifen, was vielleicht viele gar nicht wissen. Das habe ich im Anfangsstatement eben
unterlassen zu sagen, dass Roland Roth und ich beide sind Teilnehmer in der Aufbaugruppe des Netzwerkes für Bürgerbeteiligung. Was eigentlich gerade für mich ein ganz großes Geschenk ist, weil gerade Friedmund diese beiden Strömungen dort zusammenkommen und man sich überhaupt nicht als Konkurrenz erlebt und im Wettstreit, sondern als Ergänzung auf dem Weg dessen, wo wir hinwollen. Weil die einen haben eben die Möglichkeit, wirklich das Wie qualitativ unglaublich gut zu schöpfen durch die Bürgerbeteiligung. Und wir bringen dann das rein, über das Ob zu entscheiden, wie wir es denn dann umsetzen wollen. Und ich erlebe das als eine sehr große Bereicherung unserer Arbeit. Und ich glaube, wenn ich das heute Abend hier auch erlebt habe, ist das durchaus ein Thema, was uns die nächste Zeit noch viel intensiver begleiten will. Und in diesem Sinne sehe ich das heute auch so ein bisschen als einen kleinen Auftakt Vortrag von dir, und du warst sicher nicht das letzte Mal heute hier, aber wenn du das nächste Mal wieder kommst, dann hast du vielleicht hier schon wieder ein paar neue Ideen, wie wir den kreidefressenden Wolf erlegen können oder wie wir hartgesottene Länderrevolutionen können und weiter zusammenarbeiten können. Ich bedanke mich sehr.